hast den nicht richtig in deiner Birne drin, den Text? Ich habe den Text hier auf dem Zettel, wie alle Texte meiner Band. Uwe Seeler, du siehst aber echt gut aus. Sehen deine Unterhosen auch so gut aus wie dein Anzug? Der Anzug hat inklusive Krawatte, Gürtel und Hemd 80 Euro gekostet bei C&A. Dieser Song, den ich vor vielen Jahren geschrieben habe, 1980, glaube ich, er ist ja nicht, lass drin, du, lass drin, sonst fallen die Fliegen noch von den Wänden runter. Okay, welchen Song machen wir? Deutschland ist... Okay. Deutschland ist... Die Elbe bei Cuxhaven, das grüne Gras im Allgäu, der Timmendorfer Strand, der rote Fels von Helgoland. Deutschland ist, oh yeah, Goetheshaus in Weimar, der Porzellan aus Weimar und die Fische von Schwerin und der Kuhdamm in Berlin. Oh, Deutschland ist, Hermann Preyer, Peter Maffay, die Knie von Niederhagen, die Kreis von Aquarium und die Wiener auf der Alm, schwarz wie die Kuh. Oh, wie die Lippen der Mädchen hier, oh, wie der Weizen und das Bier. Das sind die Farben von dir. Das sieht so ein bisschen aus wie Toni Marshall irgendwie, so wie er singt. Deutschland ist Goethe, Gras und Zimmel, Lillibeck und Rühmann und der alte Vater Heuss und der Maler Josef Beuys, nicht zu verwechseln mit dem Friseur. Bundesligaspiele, der HSV und Bayern, Köln und Werder Bremen, FKK und sich nicht schämen. Deutschland ist ein Schäfer in der Heide und Förder auf der Weide, um gut nach vorn zu gehen und die Krisen überstehen. Ja, jetzt singen sie endlich mit runtergelassenen Hosen. Ja. Du machst mich ja nervös. Ja. Schwarz wie die Kohle im Gefier, rot wie die Lippen der Mädchen hier. Und das Bier, oh yeah, das sind die Farben, die Farben hier. Deutschland ist nicht nur in Paragraphen, wach sein und nicht schlafen. Deutschland ist ein Stück von dir. Deutschland sind wir alle. Seid ihr alle hier? Deutschland ist in den Menschen, die wir lieben, in dem, wie sie sind und leben. Und was wird aus diesem Land? Gib mal dein Hemd hoch. Das liegt ganz... Ja, so kann man sich wirklich nicht fortpflanzen. Das liegt ganz in unserer Hand. Oh yeah, die ganz in unserer Hand. Oh yeah, das liegt ganz in unserer Hand. Yeah.